Und das ist beautiful view. Hallihallo, meine Damen und Herren. Wir reden heute über Folge 4 von Ahsoka. Die kam heute Nacht raus. Und ich sitze hier mitten im Urlaub auf Mallorca, wie gesagt. Ich habe es mir trotzdem heute vorher angeschaut und ich dachte, ich nehme ein paar Minuten, um jetzt darüber zu reden. Es ist natürlich eine sehr, sehr wilde Folge. Aber ich möchte dazu sagen, dass ich vor 2 Tagen diese Folge zu 100% predicted habe. Ich habe es auf Twitter gepostet. Ich blende es gerne hier an der Stelle ein. Ich hatte halt extrem recht. Was mich sehr proud macht in meinem Theory-Making. Man könnte fast schon denken, ich hätte gewusst, was in dieser Folge passiert. Aber nein, es war nicht so. Es war aber eine sehr, sehr coole Folge. Peter Ramsey hat Regie geführt, der auch Folge 5 von Mando Staffel 3 gemacht hat, The Pirate. Und die fand ich ja schon sehr gut, die Folge damals. Die hat mir sehr gut gefallen. Dementsprechend auch wieder sehr gut Regie geführt. Eine sehr actiongeladene Folge halt natürlich. Wir haben extrem viel Lightsaber-Fighting. Jetzt nichts, was irgendwie überraschend kam. Ich muss hier ein bisschen schnell. Ahsoka gegen Merrick, Merrick wird sterben, Shin gegen Sabine, Ahsoka geht weiter zu Baylan, Baylan und Ahsoka kämpfen und dann was auch immer dann passiert ist. Grundsätzlich hatte schon gute Momente dabei, vor allem alles mit Sabine und Baylan, fand ich sehr überraschend, habe ich jetzt nicht so erwartet, dass Sabine ihm vor allem die Karte gibt und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist irgendwie ein größerer Plan vielleicht im Spiel. Dass Sabine irgendwie andere Pläne hat, irgendwie. Sie hat es ihm zwar gegeben, aber ich glaube, dass sie es halt, also natürlich wegen Ezra, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm die Karte gibt, um dann irgendwie halt noch schnell einfach mit in die neue Galaxie zu kommen, Ezra zu finden und dann sie trotzdem noch zu zerstören, die anderen Leute. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass sie da hier den großen Twist macht und so, sie ist ja auch gefangen und alles mögliche. Also ich glaube, die wird sich da noch schnell rausboxen wollen. Man hat Carson Teva in der Folge, was mich so überrascht hat. Das fand ich sehr, sehr cool. Ich finde es sehr lustig, weil ich hatte in der ersten Version von meinem Bingo damals, hatte ich Carson Teva schon drin stehen. Aber ich habe die dann nochmal überarbeitet damals, die Version und so, deswegen kann ich es leider nicht abhaken, aber ich kann in meinem Bingo 2 Sachen abhaken, nämlich einmal Inquisitor Dies Quickly, weil ich finde, er ist ziemlich schnell gestorben, und auch Anakin Appears. Das heißt, wir sind im Bingo ziemlich gut. Ich glaube, nächste Folge kann ich Flashback-Force Vision abhaken. Dann hoffe ich noch auf den Zap-Cameo. Vor allem nachdem Carson Teva da ist. Carson und Zap sind ja zusammen bei den Adelphi Rangers. Dementsprechend hoffe ich, dass Zap auch noch auftaucht irgendwann in den nächsten Folgen, vielleicht im Finale oder sowas. Aber sehr cool, dass Hera so ein paar X-Wing-Piloten mitnehmen konnte. Sie hat sich halt den Sachen widersetzt. Sie hat Jason dabei gehabt. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass der Shot aus den Trailern, wo Hera auf Cetos ist, dass der in dieser Folge wäre. War aber nicht der Fall. Es gab so ein paar Momente, wo ich mir halt dachte, so, schieß halt diesen scheiß Hyperraumring ab. Also ganz ehrlich, da fliegen sie hin und dann so, lass mal inspizieren und lass uns in den Weg stellen. Aber jetzt nicht draufschießen, dachte mir so, das ist dumm, weil ich dachte mir so, wer will, also ich glaube nicht, dass die Schilde haben oder sowas großartig, dieser Hyperraumring, hätten sie doch einfach draufschießen können. Naja, they didn't. Auf jeden Fall, sehr coole Space-Sequences, als der Hyperraumring dann auch losgeflogen ist und wie es die Schiffe dann so durcheinander gewirbelt hat, fand ich sehr cool. So ein bisschen Last Jedi-mäßig, ne? Aber auf eine andere Art und Weise, weil es war ja nichts in der Mitte drin, deswegen es kann nichts kaputt gehen, aber trotzdem, dass dieser Sog das so mitnimmt und so. Und da die Schiffe gegeneinander geprallt sind und sowas, fand ich sehr cool. Hu Yang war komplett raus aus der Folge leider, aber ich glaube, der wird in den nächsten Folgen noch ein bisschen wichtiger sein. Es ist jetzt halt gerade so, Sabine ist weg. Ahsoka ist in der World Between Worlds, Hu Yang ist alleine und Hera landet dann. Es ist also, alle sind jetzt komplett durcheinander und komplett verstreut irgendwie und alle haben nichts mehr miteinander zu tun. Ich bin sehr gespannt, wie die alle wieder zusammenfinden. Ich kann mir vorstellen, dass Hu Yang und Hera schnell zusammenfinden. Aber sonst weiß ich nicht, ich bin sehr gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Den Kampf zwischen Ahsoka und Merrick, der war ziemlich langweilig und ich meine, wer hätte es gedacht, Merrick ist niemand. Das fand ich ja ganz lustig in den letzten Tagen und seit der letzten Folge so viele Theorien, wer Merrick sein könnte. Und es ist Darkiller oder es ist Ezra oder es ist die und die Person oder bla bla bla. Das Schwachsinn, er ist einfach niemand, meine Güte. Es war einfach Smoke. Der war halt einfach Night Sister Magic auf eine gewisse Art und Weise. Und kein richtiger irgendwas. Also ich nehme mal an, dass es Night Sister Magic war. Vielleicht war er auch ein Smoke Monster, ein Smoke Inquisitor. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Niemand. Ich finde es nach wie vor unnötig, dass er in dieser Serie dabei war. Er hätte auch einfach rausgelassen werden können, bis auf cool auszusehen und ein bisschen zu kämpfen. Hat er jetzt auch nichts gemacht, aber naja, so viel dazu. Shin und Sabine, der Kampf, den fand ich ganz cool. Shin war sehr, 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 sehr freaked out, als Merrick gestorben ist.
Und da dachte ich mir so, könnte sein, dass das vielleicht für Shin irgendwie zeigt, so von wegen, irgendwie ist ja irgendwas nicht ganz richtig und irgendwas läuft nicht so, wie es laufen sollte. Dass sie dann vielleicht sich auch noch ein bisschen mehr von Morgan distanziert, vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Genau, als Shin dann zurückkam zu dem Kampf von Baylan und Ahsoka, also grundsätzlich der Kampf von Baylan und Ahsoka, fand ich sehr krass. Fand ich cool, waren viele Sachen dabei, die mir sehr gut gefallen haben. Was mich nach wie vor stört, ist, dass Ahsoka immer mit ihrem Schwert nach vorne kämpft und nicht nach hinten, wie Ahsoka eigentlich kämpft. Da haben die Stunt-Coordinator und Choreographer einfach irgendwie sich gedacht, ne, macht man nicht, ist uns zu schwierig anscheinend. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, sie sollte es mehr nach hinten benutzen. Aber okay, wenn sie meinen. Aber grundsätzlich, da waren coole Momente dabei im Kampf, wo Ahsoka auch ein bisschen rumgesprungen ist, ein bisschen agiler war. Dann auch so Sachen mit denen, wie sie hin und her geworfen werden, Baylan und Ahsoka. Also da waren coole Sachen dabei. Grundsätzlich war der Kampf trotzdem nichts, an das ich zurückdenke. Was ich halt nach wie vor einfach schade finde, seit Episode 7. Es ist einfach so, keiner der Lichtschwertkämpfe ist ein Kampf, wo ich mir denke, den will ich mir nochmal anschauen, weil er so geil war. Oder der bleibt im Gedächtnis. So ist es nicht. Also Episode 3 ist halt nach wie vor, finde ich, Prime oder auch Duel of the Fates in Episode 1. Das sind halt bisher besten Star Wars-Kämpfe ever. Und ich glaube, die werden noch nie getoppt werden. Aber grundsätzlich denke ich mir also, ist ein bisschen schade, dass kein Kampf in irgendeiner Serie, dass ich mir denke, den muss ich nochmal sehen. Oder den will ich mir nochmal anschauen. Weil die sind alle ziemlich langweilig und vergesslich. So auch Baylan und Ahsoka leider. Sie haben ein paar coole Dialoge gehabt und so. Und wie Ahsoka versucht, diese Karte dann zu nehmen und sich dann die Hand verbrennt und ziemlich geschwächt wird dadurch, fand ich sehr cool. Und ich habe mir schon davor, wie gesagt, bereits gedacht, dass Ahsoka irgendwie entweder verwundet wird oder so scheintot ist oder verletzt wird, irgendwie sowas. Dementsprechend, das kam alles so, wie ich es erwartet habe. Dass sie dann ins Wasser fällt, war ziemlich naheliegend, als man gemerkt hat, es geht Richtung Klippe. Aber auch der Moment, wie Ahsoka dann Shin gewürgt hat, da dachte ich mir, Anakin is talking to you right now. Also, das war so ein richtiger Anakin-Moment von wegen, oh, du Finger weg, du hast meine Padawan vielleicht getötet. Und dann kam Sabine. Und dann war dieser Moment, wo Ahsoka gesagt hat, mach die Karte kaputt, destroy it. Und Sabine so, ja. Upsi. Und dann merkt man halt, Sabine hat einfach kein bisschen den Willen. Wobei ich einfach hoffe, dass sie sich da ein bisschen mehr dabei gedacht hat, als einfach nur zu sagen, okay, ich gebe jetzt die Karte. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr Thought Process dabei gewesen bei Sabine und nicht zu sagen, okay, für Ezra. Wie Baylan dann aber auch so ihre Gedanken lesen kann und ihre Gefühle und so, Ezra ist deine letzte Familie und deine Familie ist auf Mandalore gestorben, was auch einfach so ein Side-Ding war, was einfach so reingedroppt wurde, fand ich sehr überraschend. Weil eigentlich lebt Sabines Familie eigentlich auf einem Mond von Mandalore, glaube ich, und nicht auf Mandalore selber, aber sind anscheinend trotzdem gestorben alle. Fand ich sehr krass. Und wie Baylan immer versucht hat, Sabine irgendwie so mit diesem Meister-Ding, so dein Meister, hat dir so nicht vertraut oder sowas, diese Karte immer die ganze Zeit zu spielen. Ein bisschen asozial, aber hat geklappt. Ja, und dann haben sie als Gefangene und gehen. Ahsoka fliegt ins Wasser, ist die ganze Zeit nicht zu sehen. Hera kommt an, Hera ist, oh nein, what is happening now? Und alles ist am Arsch. Die Karte wurde auch noch zerstört von Baylan. Meine Theorie ist nach wie vor, dass Hera, vielleicht auch Ahsoka, aber das ist noch ein anderes Thema nach dem Ende der Folge, dass Hera mit dem Purrgil reisen wird und sich an die Purrgil dranhängt und mit dem Purrgil in die neue Galaxie kommt und die anderen eben mit dem Ring dahin kommen. Das heißt, die Bösen sind jetzt in der neuen Galaxis. Wer weiß, was da passiert? Wer weiß, wo wir nächste Folge anfangen oder aufhören? Ahsoka ist ins Wasser gefallen. Die Sache ist jetzt die: Ahsoka wacht in der World Between Worlds auf, die wunderschön ist. Also wirklich, sie sieht unglaublich schön aus in Live-Action. Fand ich richtig, richtig schön. Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, irgendwie ist es alles in ihrem Kopf oder sowas, oder sie ist unter Wasser. Irgendwie, keine Ahnung. Ich dachte so, ihre Force Journey, ihre Spiritual Journey, die sie da antreten wird in der fünften Folge, dieses ganze Machtgedöns. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich in der World Between Worlds stattfindet. Und ich verstehe noch nicht, warum Ahsoka in der World Between Worlds aufwacht. Ich habe die Theorie gelesen, vielleicht wurde sie sozusagen wieder rausgezogen von jemandem, der in der World Between Worlds ist. Und da steht da Anakin auf einmal. So wie bei dem Duell mit Vader damals. Oder es ist so ein Respawn-Point für Ahsoka. Oder es hat irgendwas mit Moray zu tun. Oder es ist einfach ein Weg, sie irgendwie eine Reise durchgehen zu lassen, die aber in ihrem Kopf stattfindet, sozusagen. Also da sind verschiedene Sachen irgendwie im Spiel, glaube ich. Mal schauen, ob da eine Erklärung kommen wird nächste Folge oder ob es einfach irgendwie
so ein Ding, ja, wie so ein Afterlife sein soll, so wie Harry Potter im siebten, nee, ja doch, im siebten Teil, wo er dann bei Dumbledore ist, in diesem weißen Raum, und zwar so das Afterlife, aber wird ja wieder zurückgeschickt. Und ich glaube, sowas wird hier auch sein. Also dafür steht, glaube ich, die World Between Worlds in diesem Fall. Außer sie wurde tatsächlich dadurch wieder gerettet. Wer weiß, wir werden es sehen. Aber es sieht wunderschön aus und sie hört die Stimme von Anakin und dreht sich um und sieht den gelifteten Anakin Skywalker. Anakin ist sehr, sehr glatt im Gesicht. Also sehr, sehr glatt. Haben sie ein bisschen zu viel de-aged, finde ich. In Obi-Wan wurde er fast gar nicht de-aged oder gar nicht, finde ich. Jetzt wurde er sehr, sehr viel de-aged. Whatever. War trotzdem noch akzeptabel. Ich hoffe einfach, dass die nächste Folge nicht ganz so erschreckend aussieht und so zu glatt, wenn er da die ganze nächste Folge dabei ist. Weil ich glaube, Anakin wird die komplette nächste Folge dabei sein. Ich glaube wirklich, der wird da hier so ihr Guide sein, so ein bisschen. Wobei, es spielt am Ende das Vader-Theme. Und das finde ich auch spannend. Haben auch ein paar Leute schon, auf Twitter habe ich gesehen, haben ein paar Leute schon gesagt, das ist nicht Anakin. Das ist nicht Anakin, das ist eine Force Illusion. Das ist irgendwie so ein, das ist so Ahsokas Challenge, so ein bisschen. So, sie denkt, das ist Anakin, aber in Wahrheit ist es die dunkle Seite oder irgendwie sowas, weil das Darth Vader-Theme spielt und irgendwie ist es nicht, es kommt mir zu happy und zu gut gerade vor. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Aber vielleicht ist es auch so. Vielleicht haben sie das Vader-Theme einfach spielen lassen. Flugzeug. Das ist der das Eye of Sion, das hier rumfliegt. Vielleicht haben sie das Vader-Theme einfach spielen lassen, weil es halt ein bisschen erkennbarer direkt ist. Weil es ja basically Vader ist. Ahsoka hat ihn aber auch das letzte Mal als Vader gesehen. Also, wer weiß, was hier die Sache ist. Und er hat gesagt, I didn't expect to see you so soon. Wo ich mir so dachte, was soll das bedeuten? So, im Afterlife wirklich, wortwörtlich sozusagen. So, ich hätte nicht gedacht, dass du so früh schon hier bist. Und er ist auch kein Machtgeist, er ist Anakin in person. Was ich sehr komisch finde, ist natürlich auch eine Vorstellung alles wahrscheinlich, außer es ist echt. Wir wissen es nicht. Es ist eine gute Frage, ob das alles echt ist, ob es in ihrem Kopf aufspielt. Ah, das sind auch so die Sachen. Aber wenn es Anakin in echt, also wenn es ein Mensch ist, den sie anfassen kann, dann muss es entweder in ihrem Kopf spielen oder es ist nicht Anakin. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil, also sonst wäre ja Anakin am Leben sozusagen. Naja, auf jeden Fall, Ahsoka ist in der World Between Worlds und ich glaube, sie wird da jetzt eben eine große Journey durchgehen in der nächsten Folge. Die ist ja directed by Dave Filoni. Hera wird wahrscheinlich ankommen, wie wir in dem Trailer gesehen haben, und sie pointet auf irgendwas. Und es ist ja niemand da, mehr auf Sidious, außer Uyang und Ahsoka. Und meine Theorie ist jetzt, dass Ahsoka in dieser Journey zu Ahsoka the White werden wird, die wir ja in dem Rebels Epilog gesehen haben. Und sie wurde ja auch ganz gut mit Gandalf verglichen und so weiter und so fort. Dass sie dann eben sozusagen da als Ahsoka the White mit dem Stab auch und mit dem weißen Umhang vielleicht kommt und dass Hera auf sie sozusagen pointet, weil sie nicht weiß, wer das ist oder irgendwie Angst hat, dass es irgendjemand anderes und dann ist es doch Ahsoka. Oder, ich weiß nicht, Hera ist einfach vorsichtig und hat Angst, was hier abgeht. Aber ich glaube, dass Ahsoka auf jeden Fall jetzt dann zu dieser weiseren Version von Ahsoka wird und mit den neuen Kostümen und alles Mögliche. Ich glaube, das kommt jetzt. Dieser Prozess, den sehen wir jetzt dann. Und es gab auch vor Monaten die Gerüchte, sage ich mal, dass ein Time Jump in der Mitte der Staffel sein soll. Es wäre ja jetzt dann eigentlich Folge 5 oder Nachfolge 5 und deswegen, ich bin mal gespannt, wenn das stimmt und ein Time Jump dabei ist. Wieder Flugzeug, Eye of Science schon wieder. Wenn ein Time Jump dabei ist, dann frage ich mich, wohin, also inwiefern. Und ob wir dann halt sehen, was sozusagen in der neuen Galaxis irgendwie schon passiert ist, dass da halt ein Zeitraum dazwischen ist und dann jumpen wir in die nächste Folge rein oder wenn Ahsoka wieder zurückkommt. Vielleicht ist Ahsoka auch lange weg und lange in der World Between Worlds und auf ihrer Journey und kommt dann zurück nach einem Jahr oder sowas und alle sind so, Girl, where have you been? Warum hast du einen weißen Umhang an? Vielleicht kommt sowas auch, wir wissen es nicht. Bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ein paar Theorien, ich will da mich ein bisschen noch auseinandersetzen damit. Vielleicht kommt da noch ein extra Video dazu. Ansonsten insgesamt eine 9 von 10, nee, 8,5 von 10 für mich. War coole Action dabei, war eine coole Folge insgesamt. Toller Cliffhanger natürlich. Ich will direkt weiterschauen. Freue mich auf mehr. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Oder vielleicht kommt dazwischen noch ein Video. Bis dann, sag ich tschüss. Möge die Macht mir doch sein. Und bye bye.